herzliches Willkommen zum Shortcut für die KW 16, die Woche vom 18. bis 24. April 2022 in Beziehungen. Was haben wir jetzt so allgemein? Wir haben Merkur und Venus in einem tollen Winkel zueinander. Man kann gut über Dinge sprechen, das sollte man natürlich nutzen. Wir haben den Merkur im Stier, die Venus in den Fischen, wir haben auch Mars in den Fischen, wir haben Jupiter und Neptun in den Fischen und da ist viel Gefühl drin. Aber Gefühl kann eben auch überschäumen und mit Neptun auch mal in die falsche Richtung führen. Also man sollte da aufpassen. Wir haben einen starken Winkel, auch am Ostermontag mit Uranus. Und da kann es schöne Dinge in Freundschaften, Beziehungen geben. Auch finanziell ist da einiges möglich. Venus bestimmt ja auch das Finanzielle. Sonne und Pluto, man möchte Oberhand gewinnen. Man möchte vielleicht das Sagen haben. Und am 20. wechselt die Sonne auch in den Stier. Da geht es um Verlässliches, um verbindliche Zusagen, Absprachen auch in Beziehungen und natürlich auch darum, dass man genießen kann. Denn Stier ist auch die Energie der Sinnlichkeit. So, dann haben wir Merkur-Saturn am 24., was der Sonntag ist. Und da sollte man diese Aussprachen nicht führen. Lieber vorher mit der schönen Energie, mit Merkur und Venus, nicht an diesem Sonntag, weil da könnten einige Hindernisse im Weg stehen oder das Gespräch geht in eine falsche Richtung. Also ich würde euch einfach raten, in dieser Woche einfach so ein bisschen darauf zu achten, sensitiv aufeinander zuzugehen, über Dinge zu sprechen, aufrichtig ehrlich zu sein, wenn man das natürlich im Vorfeld mit sich geklärt hat und dann auch klare Kante zu bekennen, was Sache ist und wie man sich das vorstellt, aber immer charmant und entgegenkommt. Wir schauen uns das selbstverständlich jetzt für jedes einzelne Sternzeichen in den Karten an, was Thema ist und was relevant ist in dieser Woche. Ja, wollen wir mal schauen. Herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind in der KW 16. Das ist die Woche vom 18. bis 24. April 2022. Es geht um Beziehungen. Das schauen wir uns kurz an, welche Energien wir da allgemein für den Krebs haben. Es gilt für Singles genauso wie für Paare. Es geht einfach darum zu schauen, was ist möglich und machbar, worauf weisen die Karten hin. Wir haben die 5 der Stäbe, Wettbewerb. Man fühlt sich im Wettbewerb, in Beziehung ist das meistens nicht so gut. Es können aber auch eigene Schwierigkeiten sein, die man mit sich rumträgt. Was ist das Thema in dieser Woche? Was ist deine Energie? Was ist die Energie deines Gegenübers? Wie geht die Woche weiter? Und wie geht die Woche aus? Und dann wollen wir natürlich noch einen Zusatztipp haben, worauf wir achten sollen oder was wichtig ist in diesem Zusammenhang. Pardon. So, Thema ist für den Krebs der Magier. Manifestation. Magier ist manchmal eben auch aus der Gedankenwelt in die Realität holen, aber eben auch manchmal Manipulation. Müssen wir aufpassen. Wir haben bei dir die Entscheidung, wo soll es hingehen? 2 der Stäbe. Wir haben auf der Seite den Stern, die Heilung. Dein Gegenüber möchte heilen, hilft dir vielleicht zu heilen und deine Entscheidung ist jetzt, manifestiere ich mit oder habe ich einen anderen Wunsch, einen anderen Weg? Wir haben die Geselligkeit, das Miteinander, Gesellschaft an sich natürlich. Okay, du bist vielleicht viel unterwegs und hier haben wir die 5 der Schwerter. Da ist jemand im Konflikt. Das muss nicht im Konflikt mit dir sein, aber es bedeutet, dass das natürlich Einfluss hat auf eure Beziehung. Das kann bedeuten, dass dein Gegenüber eben vielleicht konfliktbehaftet ist durch den Job und so weiter. Hier ist die 5 der Stäbe. Ihr geht so ein bisschen auseinander hier. Wir haben die Sonne, gute Stimmung bei dir. Wir haben bei deinem Gegenüber König der Kelche, passt auch sehr gut. Gefühlvoll, ich sage jetzt mal fürsorglich, aber eben auch mit der eigenen Agenda. Worauf sollte man achten? 5 der Kelche. Also ich denke mal, dass du mit deiner guten Stimmung, mit deiner Geselligkeit deinem Gegenüber trotzdem ein bisschen Augenmerk schenken solltest. Ja. Und ich sage mal, der Respekt füreinander ist wichtig, dass man aufeinander zugeht, dass man den anderen nicht übersieht vor lauter Beschäftigung. Ja.
dass man merkt, wenn dem anderen was fehlt. Wir haben hier eine gewisse Traurigkeit und da ist vielleicht auch negatives Denken drin. Ich glaube nicht bei dir, aber ich glaube bei deinem Gegenüber. Und wichtig ist, dass man eben auch sich diesen Dingen widmet und miteinander diese Dinge aus der Welt schafft. Du bist richtig gut unterwegs und ich glaube nicht mal, dass es Manifestation ist, aber es geht darum, zu manifestieren miteinander Probleme, auch Verletzungen, woher sie auch immer kommen mögen, zu bereinigen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und sag bis bald.